Ach, Franz, was würde ich nur dafür geben, wenn du jetzt hier wärst? Hey, meine Singer-Kaschlöffenden Whisky-Nerds. Whisky-Grinch Adrian, der gucken muss, ob das Mikro funktioniert. Jawohl. Heute auf der Teststrecke ist ein Tomor aus 92 mit 26 Jahren von Berry Bros in Hood. Ich hole gleich noch ein bisschen weiter aus zu der Flasche. Ist eine dumme Geschichte. Ja, Berry Bros und Hood ist, glaube ich, ein Weinhändler in England, hat relativ gute Verbindung zu Queen und hat auch, ich sag mal, einige gute Verbindungen zu Whisky Warehouses und so weiter. Also da kamen schon einige gute Flaschen. Aber gefühlt wird da auch die Einschläge weniger. Ich denke, da wird der Branchenprimus Signatory Vintage halt jetzt langsam die Finger auf fast alles haben, was kommt. Und naja. Ja, zu der Flasche. Das ist eine Ex-Bourbon-Flasche gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Steht jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall ist das 26 Jahre ist erstmal ein ordentliches Alter. Und ich suche eigentlich immer so Refill-Geschichten über 20 Jahre und dann hoffe ich, dass es fast nicht tot war. Also so First-Fill-Dinger würde ich behaupten, die gehen ganz gut bis 18 Jahre und dann muss man eigentlich anfangen, sich umzuschauen nach Refill-Geschichten oder halt ein Wetting aus Refill-Geschichten. Das kriegen ja die größeren Destillen ganz gut hin. Naja, jedenfalls, das fällt rein in eine der Lockerungen mit diesem nervigen C-Thema. Also man durfte ihn einkaufen gehen und so weiter. Und ich habe Freigang von meiner Frau gekriegt. Und dann klappe ich immer so ein paar Läden in der Region ab. Und einer davon, eigentlich war ich auf der Jagd nach Chieftains Flaschen. Also ich wusste, der Händler hat Chieftains Flaschen. Nein, das ist nicht der Gradl. Naja, jedenfalls bin ich vor Ort, verquatsch mich da ein bisschen und nachdem ich im Auto da war, habe ich nichts getrunken. Ich habe nur an der Flasche gerochen und ich wusste noch, der hier hat mega wachsig und mineralisch gerochen und da stehe ich drauf. Und dann habe ich das Ding mitgenommen, schreibt dann freudig in unsere Gruppe, hey, guck mal hier, 26er Tomor, 299 Euro. Ja, die erste Antwort war, ha, du Trottel, im Brühler für 250. So, ja, das hat mich dann tatsächlich geärgert und ich weiß gar nicht, warum es mich geärgert hat. Auf jeden Fall bin ich dann mit schlechtem Gefühl nach Hause gefahren. Ja, ich habe mich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als ich es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, gefreut und ich mache das eigentlich nicht. Ja. Also wenn ich einen Whisky haben will und der mich im Laden überzeugt und die Leute nett sind, nehme ich es mit. Und ich bin da großer Unterstützer von Support Your Local. Ja, jetzt muss man dazu sagen, auch die Flasche beim Brühler ist schon mit Gewinnmarge kalkuliert. Also er hier hat sich halt einen größeren Schluck eingeschenkt und ich mache wirklich super gerne einen Unterschied bei Local-Dealer-Preisen, nenne ich es jetzt mal, die einen Ladenbetrieb haben. Ja. Das Brühler hat jetzt aber auch einen ganz klitzekleinen Ladenbetrieb. Naja, auf jeden Fall stand die Flasche dann ja, jetzt über ein Jahr im Keller und ich habe mir einen Zeitpunkt gesucht, um das mal mitzunehmen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich wusste nur aus der Nase, was drin ist. Und dann habe ich das jetzt eben am letzten Wochenende im Whisky-Museum aufgemacht und es hat keiner, was ist das denn für ekelhaftes Zeug, gerufen. Und ja, die mineralische Note mit diesem bisschen Wachs war auch ja, am Samstag drin. Und jetzt sehen wir mal, was der Kollege hier so drauf hat. Ja, also es ist wirklich eine schöne Bourbon-Note. Ich müsste jetzt tatsächlich mal gucken, wenn er gleich schnauft, ob das Refill war. Ich würde es vermuten, einfach weil man sonst nicht so zarte, ausgewogene Noten hinkriegt, wenn man das da in ehemaliges Ex-Bourbon als First Fill reinknattert. Ich denke, oh, ja, die Nase ist schon, die ist schon, also die hat sehr viel Tropenfrucht. Jetzt keine, die so prägnant nach vorne springt. Also es ist wirklich ein, ja, eher so ein ja, Tropenmix. Aber das macht's gut. Man hat auch so Marzipan hinten dran und dann halt diese wirklich, es ist eine, so eine Bienenwachskerze, die da mitschwingt und brutal mineralisch. Also so ähnlich wie, ja, ich nerv euch alle mit Springbank-Videos, fast schon so wie der Local Barley 10, also der 100% Bourbon. So mineralisch kommt der her, ist schon cool. Ja,
Das Ding, ich glaube, ich mache jetzt sogar mal einen Deckel drauf, habe ich gar nicht dazu gesagt, also 26 Jahre und ist dann auf 45,2 gefallen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es Cask Strength ist. Ich würde aber hoffen, vermuten. Naja, gehe ich gleich mal checken. Ja, hier hinten klebt auch noch das Schild drauf, was ich gezahlt habe. Naja, ich gebe ihm mal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ja, es ist tatsächlich, ich bin ja immer super vorbereitet auf die Videos. Hier steht oben drauf die Fassnummer. Also es ist ein Single Cask Whisky und es ist Fassstärke. Ja. Und ich habe gleich noch geguckt, er ist immer noch genau wie damals super verfügbar. Und das muss ich tatsächlich jetzt mittlerweile sagen, interessant. Ja, also manche Sachen gehen ja innerhalb von Sekunden weg. Oh, ja, Marzipan, Vanille, Krapfen. Also nicht ohne das Fettige, also schön diese Vanillefüllung. Leicht Ananas, leicht Mango. Hinten nach schwingt auch ein Teil dieser Holzwürze. Ich kann euch aber gleich sagen, für mich geht es in Ordnung. Ich bin da ja ein bisschen empfindlich, wenn es so um zu viel Fass und Bitter geht. Aber der kriegt gerade so den, ja, ich sag mal, den Spagat hin. Ja, und es riecht alt. Also dieses Wachs, würde ich sagen, es verbinde ich ganz oft. Also ich habe diese Wachsigkeit nur bei so ein bisschen älterem Zeug, 20 plus. Ja, und süß. Ja, süß, süß, süß. Vanille, keine Klebernote. Ah ja, und ich habe gesehen, es war ein Refill. Also Schätzung war gar nicht so verkehrt. Ich frage mich immer, warum man so viel Krams draufschreibt und dann den Fassanteil nicht mit draufschreibt. Also auf dem das Etikett finde ich eigentlich schön simpel. Naja, ja. Ja, also der erste Impuls war tatsächlich, da kriege ich jetzt was Bitteres. Es ist dann aber sofort überrumpelt worden von süß. Und Alkohol ist, es ist jetzt nicht so brutal viel drin, super eingebunden. Und es ist jetzt im Mund nicht so eine richtige Wucht, muss man sagen. Aber der Abgang ist wunderschön. Hm, bleibt liegen, ist jetzt so leicht wärmend. Ja, so Pfefferpastillen, bleibt liegen. Und dann, wenn dieser Pfeffer abklingt, dann bleibt die helle Frucht liegen. Und das ist tatsächlich, ja, good job. Ja. Mhm. So, also Abgang geht bis hierhin. Man hat jetzt noch, so als hätte man irgendwie das Schneidebrett, wo man die Mango geschnitten hat, mal kurz abgeschlubbert. Das bleibt aber, ja, es ist jetzt auch kein Genie-Whisky. Also ich möchte ihn jetzt auch nicht über den Klee loben. Ist einfach gut gemacht, alter Stoff, zarte Ex-Bourbon-Reifung mit ordentlich Alter und ich habe halt so viel Geld gezahlt dafür. Ja, Punkt. Jetzt beim zweiten Mal war dann auch der Vanilleeinschlag ein bisschen stärker. So, ja, diese, wie soll man, das ist ein bisschen nass gewordenes Butterbrotpapier. Klingt jetzt komisch, aber weiß. Ja, ja, ja. So, Fazit. Ja, es ist jetzt tatsächlich kein super Preis-Leistungs-Fund, was auch immer. 4 von 5 Grinch-Gesichtern. Also ordnet sich aber am Anfang dieser 4 Sterne ein.
Es ist ein schöner alter Malt, hat keine super starken Fehlnoten, hat keine super starken, super hervortretenden Supernoten. Ja, es ist einfach ein Whisky, der zum richtigen Zeitpunkt aus dem Fass gekommen ist, der aber jetzt, also ich will jetzt nicht sagen x-beliebig ist, sondern einfach, der ist für sein Alter angemessen, Punkt. Ja, jetzt ist es so, jeder sucht eigentlich immer diese super ausgefallenen, super Preis-Leistungs-Schlag-mich-tot-Geheimtipps. Das ist es nicht, auch für 250 Euro nicht. Fairness, ja, finde ich sehr fair, also mal Daumen rauf und nachkaufen. Nein, ich kaufe nicht nach, auch nicht zu 250 Euro. Das ist aber, ich hatte ja vor kurzem ein Eckdaten-Video, Whisky, Schlag-mich-tot, 18 Euro für 20 Jahre. Ich glaube, die Sachen mit ordentlich Alter, die man auch bezahlen kann, ja, die werden jetzt nach und nach, also die genießbaren Sachen werden verschwinden, einfach weil sie den Preis nehmen können. Und er hier ist jetzt einer, der ist gut verfügbar und ja, also man muss jetzt nicht nur wegen Eckdaten kaufen, aber die Sachen werden verschwinden. Ja? Also die gut trinkbaren, die auch Whisky-Trinker begeistern, die gehen weg und das ist jetzt begeistern. Ja, es ist ein guter Stoff, aber halt nicht. Und ja, bei dem Geldeinsatz erwarte ich das eigentlich. Ich ärgere mich jetzt nicht mehr so stark, einfach weil ich habe es mit Freunden aufgerissen und die fanden das nicht scheiße und dann ist es das wert. Der ist jetzt hier im Haus und ich denke, der wird sich mit Luft noch ein bisschen gefälliger machen. Boah. Dann steht er jetzt halt da und wartet drauf, dass mich Freunde besuchen kommen oder ich irgendwo hinfahre. Dann gehe ich den Leuten damit auf den Sack. Ja. Nidi weiß, was ich meine. Dem habe ich mein 85er Kiwi ins Glas geschüttet. So mache ich das. So, ich wünsche euch was.